Hallo Leute, und da sind wir wieder beim Let's Play Together mit unserer schönen Carbon und der Modlina 28. Hallo. Hast du es nicht umgekehrt? Die schöne Modlina und der Carbon? Ja, könnte man auch sagen, aber ich dachte mal, ich wollte dich hier vorne. Aber ich fühle mich sehr geschmeichelt von dir, um betitelt zu werden, wirklich. Aber ich bin Bjornholm. Stimmt. Ah, verdammt. Bisschen leicht, dieser Deutsch, das schockiert. Genau. Wir machen es auf 38 gemütlich. Ich glaube, Carbon kommt auch. Oh. Ich glaube, ich bin dabei, dass ich komme, aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade den Weg nicht finde. Jetzt einfach mal. Ich habe auch das Problem gehabt. Ich bin da irgendwo im Berg umgefahren. Ich fahre den Feldweg einmal. Ich glaube, das ist nicht so falsch. Es ist ja sicher nicht so richtig, aber so falsch ist es dann auch nicht. Ist die Seemaschine voll? Die Maschine ist nicht voll, 63%, aber wir müssen nicht immer befüllen. Oder können wir tauschen auch? Mir ist egal. Gerne, ja. Weil ich habe im nächsten Part relativ. Steigst du aus? Viel. Ich steig gerne aus, ja. Bin auch außen. So, wo bist du? Ah, hier. Ich habe gerade gewaschen. Wassermarsch, Wassermarsch. Wo muss ich da jetzt hin? Wo bist denn du da? Also hier. Naja, jetzt da den Weg einfach weiter und dann eh nur rechts. Reinspeicher, das ist nicht so. Sehe schon. Sollte nicht so schwer zu finden sein. Sollte. Ja, aber im Endeffekt. Oh. Ja, bergauf ist ein bisschen schwierig. Wow. Ui. Ich hab im letzten Part schon gesagt, dass ich Videos hochlade. Ich hab's nicht mehr nicht abgeschalten, aber ich kann positiv berichten. Es ist noch ein halbes Video zum Hochladen. Das heißt, aber im nächsten Video bist du endlich fertig. Ja, im nächsten Video lag's dann nicht mehr bei mir. Na, so schlimm ist es nicht. Also, ich muss ja da jetzt kein Herz transplantieren, also von dem her ist es wurscht, aber. Anscheinend. Das wäre jetzt gerade nicht gut. Ich glaube, dann würde ich ziemlich viele Schnitte in den Arm machen oder so ähnlich. Oder durchs Herz durch oder so. Ja. Ich gleich das Rückenmark mit operieren. Ja, wenn man schon mal dabei ist, wenn man schon mal offen hat, nicht, muss man gleich alles. Genau, gleich alles. Ja. Ich bin jetzt zu weit gefahren. Du wieder Zahnarzt, der fängt auch bei einem Zahn an und macht alle durch. Genau. Ah, Zahnarzt. Geht's ja oft, geht's ja regelmäßig. Nee. Naja, nicht wirklich. Hand aufs Herz, nicht? Aber ich war heuer schon das fünfte Mal dort. Wir müssten sie heuer die Weisheitszähne reißen und ja. Kein Bock. Zwei Stück. Ja, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Also, ich hab das Problem, meine Freundin wirklich sehr, sehr regelmäßig geht. Und dann sagt, da musst du nicht gehen. Ja, voll. Oh. Willst du nicht auch anmelden, wenn ich einen Termin mache? Gehen wir gerne miteinander. Ja. Ja, wenn es sein muss. Ja. Aber es war schon mal schlimmer. Man sagt ja, wenn man regelmäßig geht, ist es nicht so schlimm, wenn man nur selten geht, gell? Ich hab ehrlich wenig Probleme mit den Zähnen, fast überhaupt nicht. Also, ich war dann irgendwann eine Zeit lang so 5 Jahre nicht mehr oder so, hat mir nichts wehgetan oder irgendwas gewesen, nichts gehabt. Und auch beim letzten Mal noch eben wieder ein Jahr oder zwei, wieder mal dort eine kleine, weiß nicht, ja, eine Kleinigkeit gemacht, schon ein bisschen bohrt, aber jetzt nicht so, dass du sagst, ein fettes Loch oder sonst was. Also, das ist schon cool. Und dann hast du Glück. Und jetzt kommt wieder das Drittel Mineralwasser. Produktplatzierung. Genau. Ja, Achtung, Achtung. Dosenbier. Haben wir gesagt, Dosenbier. Ach so. Oder? Oh ja. Haben es gerade in Aktion bei mir. Und ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Ach du meine Güte. Tee mit rum? Nee. Fangen wir zum Saufen oder? So depressiv ist das was. Nach unserer letzten geplanten Wirtschaftskrise. Ja, genau. Aber schon voll depressiv. Wir bereiten uns schon auf die Wirtschaftskrise vor. Ja, innerlich schon. Quasi irgendwo am Westbahnhof. Aber nicht vergessen, Carbon, ne? Gleich mal viel, viel, viel Wasser kaufen. Ja. Die Lieferanten liefern nichts mehr. Ja. Ja, stell dir das und stell dir vor, das Ding wird teurer. Das kostet jetzt 25 oder 27 Cent pro 1,5 Liter. Und das einmal 30 Cent kostet, ist ja fast nicht mehr bezahlbar. Ja, für Wasser eigentlich, wenn du denkst, ist das schon irgendwie arg. Tja. Ja. Weil ich finde da 25 Cent nicht viel. Oder 27, scheißegal, aber. Ja, aber eigentlich ist das ja ein Naturprodukt. Was in Natur eigentlich kostenlos zur Verfügung steht. Aber ich glaube, da zahlst du mehr die Produktion. Weil es kostet ja was, dass die Kohlensäure da reinkommt. Ja, die Flasche.
Für stilles Wasser finde ich es heftig. Das muss, ja, muss doch auch, ja, wie Etiketten. Meine, du brauchst ja auch die Flasche. Genau, Verpackung, alles drum und dran. Das stimmt ja, schon, eben. Aber. Und 25 Cent, also ich, es gibt, glaube ich, es gibt Getränke, die kosten bei beiden mehr. Ja, ja, du machst es super, Martina. So. Toll, Dankeschön. Gerne. Sehr ich wollte mal so eine Mitarbeitermotivation machen. Du kannst aber so 1000 Euro herhalten, dann ist die Motivation auch gleich höher. Rechts oben habe ich eigentlich, was hier gerade quasi Wert hat. Ach so, ist der Lohn. Der Wert, das ist Preisetikett. Ach so. Das ändert sich dann täglich. Wert steigt. Oder hoffentlich. Sinkt, je nachdem. Ja. Ja, hoffentlich steigt er. Je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind in der geplanten Wirtschaftskrise. Ja. Wird immer schlechter. Wird aber wirklich interessant. Auf jeden Fall noch. Leider Gottes. Leider Gottes. Aber schwer zum Beeinflussen. Als normaler Österreicher. Wochen. Aber ich war ganz. Ja? ich war ganz frustriert, wo ich gesehen habe, dass es für die Frauen kein pinkes T-Shirt gab. Jetzt in mal so Thema wechseln. Fällt mir gerade ein. Ingame, ja. Diese Marktlücke. Ja. Aber ich kenne einen Modder, der ist ziemlich, der steht da ziemlich nahe. Der kennt ja. Das vielleicht. Ach so, na. Das wäre zu einfach. Ich habe nämlich gleich gedacht, ich schreibe mal Astragon an. Beschwer mich. Aber? Aber? Noch keine Rückmeldung. Nee, haben noch keine Rückmeldung bekommen. Ach, du hast schon geschrieben. Ja. Okay. Ja, allein, dass er kennt, man überlegen, weil seit 2008 gibt es ja den LS08. Ja. Bis jetzt, in 8, in 6 Jahren meine ich, haben sie es nicht geschafft, eine weibliche Figur einzufügen. Und könnte ja keine Schwierigkeit sein, oder? Also ganz ohne Witz, das ist lächerlich. Ja. Also, irgendwie schon frauenfreundlich. Das ist lächerlich, das kann ja kein Aufwand sein, dass man da jetzt der weibliche, man muss ja nicht die perfekte Pamela Anderson daher. Nee, aber eben. So eine Beate, wie heißt das? Was, Beate Use? Ja, aber es gibt ja auch Fußgängerfrauen. Ja, gibt's ja auch. Fußgängerin. Fertig, zu eine, eben. Fertig. Na eben. Soll ja keine Kunst sein. Räuber die Beate, aber. Vielleicht wollen sie damit so die Frauen ein bisschen von Spielen abhalten, die gehören lieber hinter. Oder so. Man weiß, das ist eine Frechheit. Ja, es ist komisch, weil das kann kein Aufwand sein. Es wird mehr Aufwand sein, dass man die Firma John Deere da implementiert, als wie wenn man da ein Skin nochmal macht. Also volle das Fälle. Ist, ja. Weiß ich nicht. Also Kleinigkeiten sind schon ein bisschen mysteriös. Wir wollen es nicht schlecht reden, aber das sind halt Fakten. Und eben sowas ja, wie mit weibliche, ob jetzt der Rosas Hemd gibt oder nicht, aber es kann ja auch kein Aufwand sein, dass man diese Farbe zufügt. Ja. Oder auswählt. Ja, irgendwie nicht, nein. Das ist ja. Vor allem wissen ja die Hersteller, dass auch weibliche Personen spielen. Es gibt ja auch in der Realität weibliche Bäuerinnen. Ja, eben. Warum dann nicht die spielen? Ja, das ist schon komisch. Vor allem, weil es in solchen, weiß ich nicht, jetzt fällt mir nur 7 Days to Die oder so ein, irgend so wie, oder DC oder so, da gibt es ja auch weibliche Charaktere. Genau, ja, stimmt. In einem harten Realismus, Sterben, Survival-Spiel gibt es. Und in diesem friedlichen, schau den Bauern zu, Spiel gibt es nicht. In einer richtigen Simulation gibt es nicht, wo die Realität auch simuliert werden sollte. Der Berufsalltag, ja. Genau. Ja. Die Volat. Da wären wir aber wieder. Wenn wir schon in die Richtung gehen, wären wir wieder dort. Wieso kann man nicht aktiv am Hof was machen, wie beim Agrarsimulator? Wir brauchen jetzt einen Agrarsimulator hochloben, aber die Features waren nicht schlecht. Ja, man hätte also nur ein bisschen so von der Grafik und so her so. Von bisschen ausbauen. Ja. Ja, aber das Futter verladen am Hänger und so weiter, das war doch ganz spaßig. Die Tiere füttern, das Futter dann ja dort abladen bei den Tieren. Das von der Ding her war es. Besser. Auf einer Seite halt. Vom Gameplay war es für mich besser, ja. Wäre glaube ich auch nicht der Mörderaufwand, wenn man sagt, man kann da ein paar Handballen manuell verladen oder eben. Also, ich weiß nicht genau. Ja, voll. Da geht es ja gar nicht um die großen Sachen, aber eben Kleinigkeiten. Aber man muss ja, ich verstehe schon, wenn man denkt, man muss ja immer ein bisschen was nach oben lassen. Luft, das ist ganz logisch und vielleicht auch nicht ganz blöd, aber. Wäre zumindest was, was ich mir noch bevor wünschen würde, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja, aber überlegt jetzt einfach mal in den letzten 6 Jahren, in den letzten 5 LS-Versionen, wie viele Features sind wirklich jetzt so krass neu dazugekommen? Nicht so viele.
Das finde ich auch schon ein bisschen traurig. Es hat sich nur immer ein bisschen was verbessert. Aber neue Features sind nicht wirklich so viele dazugekommen. Ja, ich weiß nicht. Also ja, das ist was, was ich insgesamt unabhängig jetzt vom LS, aber natürlich auch beim LS vermisse, dass man da irgendwie sich was traut. Ja. Assassin's Creed zum Beispiel, Call of Duty, Battlefield. Hallo? Jedes Jahr eine neue Version. Jedes Jahr 100 Euro bei Battlefield für die DLCs, für die Premium, fürs ja. Spiel. Und bitte. Und was ist dann neu? Eine Waffe und ein bisschen Grafik. Genau. Ja. Also aber dennoch kaufen sie es relativ viele Leute. Ich glaube, ja, solange das ist, werden sie auch nichts dran ändern. Aber das finde ich, finde ihn immer so den Sinn des Spielentwicklers. Bei früher hat es diese Game Designer gegeben, Peter Molyneux und Sid Meier und so weiter. Heute gibt es ja nicht mehr. Die richtigen, was das Civilization entwickelt haben, was Black and White entwickelt haben, die richtigen krassen neuen Spiele oder Gameplays, da gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es nur Fortsetzung von einer x-ten Fortsetzung. Genau. Irgendwann gibt es ein Pre-Sequel und dann wieder mal ein Nachfolger oder so. Aber ja. Oder es ähneln sich auch schon so viele Spiele. Ja, enorm viele Spiele sind vom gleichen Aufbau her. Aber es ist schon manchmal depressiv fast auch, wenn du die GameStar-News durchlässt. Also, wenn man mal überlegt, letztens war es eine News über Battlefield 5, weil das neue, achso, 5, doch 5, weil jetzt kommt ja dieses Battlefield Hardline, dann kommt Battlefield 5 und Battlefield 5 erscheint unter Anführungszeichen erst 2016. Das ist ja krank, da brauche ich jetzt noch keine Infos dazu. Da brauche ich nicht einmal ein Battlefield in einem Jahr schon wieder, weil ich jetzt im Anfang 2015 Hardline kriege, brauche ich nicht in einem Jahr wieder Battlefield. Wieder ein neues brauchen mehr. Das hat keinen Wert. Ist ja über die zwei kombinieren und in der Mitte rausbringen. Und wieso erscheint ein LS alle 2 Jahre um 26 Euro oder 29 Euro in der Konversion oder 30, ist ja wurscht, 30 ja. Euro. Und das wieso? Geht, ja. Ui, das ist ein super Preis, ich finde den toll. Und ja, wieso aber Battlefield 50 Euro plus Premium wieder 50 Euro? Sicher muss der Premium nicht kaufen, aber trotzdem, ich verstehe da, Preis-Leistung stimmt da überhaupt nicht mehr. Ja, das ist leider heutzutage so. Solange die User mitspielen, werden sie es weiterhin so machen. Genau. Erst wenn die User sich dagegen sträuben, werden sie sich auch mal was überlegen. Gleich wie mit den LKW-Fahrern. Ja, aber es wäre wirklich so, dass sagst du, ja, du hast als kleiner österreichischer, aber ich bin mir sicher, es gibt Kanäle, die da ein bisschen ja, was bewirken könnten. Ja, da müsste es schon groß sein. Ja, aber dann kann man sagen, so wie Kong bei SimCity gemacht hat. Genau. Aber das ist, der muss halt groß sein, damit das wirklich eine Auswirkung hat. Ja. Die andere Frage ist, macht er das wieder, weil das könnte seinen Ruf in irgendeiner Hinsicht beeinträchtigen. Nicht? Natürlich auch, ja. Also da messerst, ich würde behaupten, dass man da irgendwo bei einer Größe sein Ding verliert, seine eigene Meinung, aber es ist trotzdem, glaube ich, schwieriger, seine Meinung durchzusetzen. Man kriegt relativ viel vorgegeben. Ja. Ja. Man möchte es ja nicht verscherzen, logisch, verstehe ja den Hintergrund, aber. Aber sowas ja, wird sowas bewegen, wenn es Sinn macht. Es muss Sinn machen. Ich habe für den nächsten Part wirklich, wenn wir in dem Ding schon sahen, würde ich gerne den nächsten Part nochmal drüber weiter. Entschuldigung. Ich mache das mal nicht gerne, aber ich habe. Oh, jetzt hätte ich noch fertig. Ist wurscht. Geht schon. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall da weiterreden. Ich versuche jetzt einfach jetzt die letzte Minute, das nicht zu vergessen, aber das ist eine ganz interessante Geschichte auf jeden Fall, wo man da super drüber reden kann mit zwei YouTuber, die sich da auskennen und vor allen Dingen Meinungen dazu haben. Ihr dürft ja gerne, unsere lieben Zuseher, gerne mitdiskutieren. Daran beteiligen, ja. Genau. Einfach unten in die Kommentare oder auf Facebook. Also ich kann einen Kommentar beantworten. Ritual nicht, aber bei mir wird an und für sich alles, was im normalen Bereich ist, sowieso beantwortet. Ja, bitte schon, ja. Bei mir auch. Ja, eben, na dann. Könnt ihr sicher sein, wenn es was schreibt, wird es beantwortet. Das ist zumindest schon mal von uns ein bisschen zugesagt, also versichert. Genau. Uns macht es ja wenig Sinn, wenn man dazu ermutigt zum Schreiben und dann schreibt keiner mehr zurück. Das wäre dann so eine einseitige Geschichte, kann man gleich eine Zeitung drucken und da steht es drin und Das ergibt sonst keinen Sinn, ja. Wäre auch irgendwie unfair gegenüber den Leuten, weil die haben dann Fragen oder so und die werden einfach. Da gibt es genug, die das so machen, aber ich schon oft ein Feedback dazu kriegt.
So, meine Lieben. Ja, dann würde ich sagen, dass das war. Wir haben uns das alles schön auf dem Feld 38 vergnügt. Naja. Und so wie Carbon gesagt hat, in der nächsten Folge geht es in dem Thema weiter. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.